Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Es hat nochmal gefroren die letzten paar Tage oder die letzten paar Nächte und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie erkennen wir jetzt Frostschäden und was machen wir, wenn wir Frostschäden haben? Wir sprechen einmal über Obstbäume, wir sprechen über Gemüse und speziell nochmal über Kartoffeln und das alles mit Nico Becker vom Bunten Nutzgarten. Moin. Guten Morgen Felix. Ja, es hat jetzt auch heute Nacht passenderweise nochmal gefroren. Das heißt, vielleicht können wir noch so ein paar Eindrücke einfangen von dem Frost hier. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Thema Kartoffeln. Fangen wir mit den Kartoffeln an. Kartoffeln frieren oben ab. Ich habe es schon gesehen, sehen sehr unschön und matschig aus. Macht das den Kartoffeln was? Überhaupt nicht. Also die Kartoffel ist die einzige frostempfindliche Pflanze, die wir halt auch im April schon rausbringen. Bei allem anderen sagen wir immer unbedingt warten bis Mitte Mai. Kartoffeln kann man schon früher machen. Weil wenn das Laub abfriert, treibt die Kartoffel trotzdem von unten wieder neu aus. Ich habe jetzt seit 8 Jahren Kartoffelanbau. Es ist 5 oder 6 Mal bisher passiert, dass das runtergefroren ist. Und in jedem Jahr hatte ich eine super Ernte. Also selbst wenn es Ende April und Anfang Mai 2 Mal oben abfriert, hat man am Ende trotzdem eine Chance auf eine sehr, sehr große Kartoffelernte. Ja. Also bei mir war 2020 war es am schlimmsten, da sind sie 3 Mal abgefroren. Einmal Anfang April, direkt nachdem sie rauskamen, so ein kleines bisschen. Dann Ende April nochmal und dann nochmal Mitte Mai. Und das war tatsächlich sogar das beste Erntejahr bei den Kartoffeln, was ich je hatte. Du hast hier jetzt direkt, hier hinter sehen wir, dass Johannisbeeren stehen. Haben die Probleme mit Frost? Da sind ja jetzt schon richtig viele dran, auch ein paar Blüten. Ja, die schon eher. Also wir können uns das gleich mal angucken. Da sind die Beeren jetzt tatsächlich erfroren. Also da haben wir jetzt einen Frostschaden. Das ist eine sehr frühe Sorte, Jonker von Titz heißt die. Da sind eben schon Beeren dran. Bei den späteren Sorten habe ich Blüten dran. Und die Blüten sehen zumindest im Moment alle so aus, als hätten sie es überlebt. Wir stehen jetzt hier an einer Stelle, aber ich blende euch gleich. Ich nehme gleich nach dem Video mal viele Überblendaufnahmen auf, dass ihr das hier dann parallel zu dem wir sprechen auch sehen könnt. Ja, Gemüsebeet, du hast schon sehr viel gepflanzt. Dicke Bohnen, Salate, Kohl, Feldsalat, Spinat, die kommen eigentlich alle damit klar, oder? Deckst du ab? Nee, da decke ich gar nichts ab. Alles, was um die Zeit rauskommt, kommt mit dem klar, was dann an Frost noch kommen kann. Also ich habe noch nie wirkliche Frostschäden gehabt an einer nicht frostempfindlichen Pflanze im Frühjahr. Noch nicht einmal. Gibt es da denn so eine Toleranzgrenze, wo du sagst, okay, selbst bei so tiefen Temperaturen, da hält es noch aus und dann wird es irgendwann kritisch? Ja, bei den meisten Gemüsekulturen als Jungpflanze liegt die Temperatur so ungefähr bei -8 Grad. Zumal man dann noch dazu sagen muss, das ist ja die Temperatur, die dann am Boden direkt bei der Pflanze ist. Wenn jetzt abends am Fernsehen -3, -4 vorhergesagt sind, wir haben eine klare Nacht, da kann es theoretisch am Boden schon in diese Region gehen. Aber die meisten Pflanzen habe ich sogar schon mal über eine Nacht mit -12 Grad bekommen am Boden. Da hatten wir -8 in der Luft, -12 am Boden und selbst da ist mir nichts kaputt gegangen. Also kann man sagen, wenn man jetzt so eine Wettervorhersage sieht, muss man meistens noch so 1, 2 Grad mehr minus rechnen, die an den Pflanzen dann noch wirklich ankommen. Wenn es eine klare Nacht ist, ja. Wenn es bewölkt ist, ist der Effekt eigentlich gar nicht da. Mhm. Aber sobald eben eine klare Nacht ist, ist es direkt am Erdboden nochmal 2, 3, eventuell sogar 4 Grad kühler als ungefähr auf 2 Meter Höhe. Okay, das, was wahrscheinlich auch viele von euch interessiert, sind die Obstbäume. Wir haben vor allem der Apfelbaum, der in voller Blüte gerade steht und die Kirschen, die schon durch sind, wo man schon Kirschen dran hat. Vielleicht mal erst speziell zu diesen beiden Obstbäumen. Also bei den Äpfeln ist es so, dass die noch am meisten aushalten. Also da ist mal eine -1, wird meistens vertragen, da geht dann auch mal eine Blüte kaputt. Aber das ist dann noch kein Totalschaden. Bei den Kirschen habe ich jetzt geguckt, da sind Minimum 2 Drittel der Früchte auch kaputt. Obwohl die Früchte meiner Erfahrung nach zumindest etwas mehr aushalten als die Blüten. Trotzdem war das jetzt für die wirklich zu kalt. Also da haben wir leider einmal mehr relativ große Schäden. Und wie erkennt man das jetzt? Also wie erkennt man jetzt einen Frostschaden zum Beispiel in der Obstbaumblüte oder an den Kirschen? Also an der Obstbaumblüte ist es erstmal gar nicht so einfach zu erkennen. Da mache ich am besten eine Blüte ab, knips die auf und schaue die mir im Querschnitt an. Und wenn die in der Mitte grün ist, ist sie noch ganz. Wenn sie schwarz ist, ist sie kaputt oder braun. Damit aber immer unbedingt warten, so bis, ich sag mal, 11, 12 Uhr, bis es wirklich deutlich wärmer geworden ist. Weil solange noch der Frost drin ist, sieht man das noch nicht. Es muss erst wieder auftauen. Und bei der Frucht erkenne ich es daran meistens, dass eben braune Flecken auf der Frucht sind.
Und die fallen dann automatisch ab oder muss man, wie bei diesen Fruchtmumien, die dann alle absammeln, also muss man da jetzt handeln, wenn man Frostschaden hat oder kann man das einfach lassen? Das kann man einfach lassen, das schüttelt sich der Baum von alleine. Also was wirklich kaputt ist, fällt von alleine ab. Was aber sein kann, dass eben bei leichtem Frost, wenn es jetzt nicht ganz stark ist, dass eben zum Beispiel Äpfel oder auch Birnen oder Naschis leichte braune Stellen dann kriegen, die dann irgendwann im Laufe des Jahres theoretisch faulen könnten. Da können wir dann so gegen Mitte, Ende Mai nochmal gucken, ob wir noch ganze Früchte haben oder Früchte, die eben diese Flecken haben, dann würde ich die mit Flecken dann abbrechen. Aber jetzt erstmal müssen wir nichts machen. Du hast mir gestern noch was gezeigt bei den Erdbeeren. Und zwar bei den Erdbeeren sieht man das auch ganz deutlich. Wenn ich das richtig gesehen habe, wird die Blüte, die einen Frostschaden hat, so dunkler. Und wenn man die nebeneinander hält, erkennt man das eigentlich ganz gut, oder? Genau, also bei den Erdbeeren genau das gleiche wie beim Querschnitt der Frucht, nur da muss ich der Blüte, nur da muss ich die Blüte eben nicht aufmachen, sondern das sehe ich von außen. Wenn da das Innere der Blüte noch gelb ist oder grünlich, dann ist es ganz, wenn es bräunlich oder schwarz ist, ist es kaputt. Aber auch das sieht man wirklich erst meistens so gegen 11, 12 Uhr. Ein Video, wie ich bei Frost vorgehe, habe ich ja neulich schon hochgeladen. Das verlinke ich euch mal hier oben in der Infokarte. Könnt ihr euch nochmal anschauen. Das ist ja auch viel das Thema Abdecken mit einem Vlies. Jetzt gibt es Leute, die decken wirklich eine Woche ihre Pflanzen ab, weil die sagen, ja, ist mir sicher. Was sagst du dazu? Wenn es Gemüse ist, kann man das machen, aber beim Obst würde ich es auf gar keinen Fall machen, weil wir wollen ja auch, dass die Blüten bestäubt werden. Wenn wir jetzt die Blüten aber eine ganze Woche lang abdecken und auch tagsüber nicht aufdecken, dann kommt da weder ein Wind dran, der irgendwie die Pollen verteilen kann, noch kommen die Insekten dran, deshalb auf jeden Fall tagsüber aufdecken. Der Nico, der hat auch einen YouTube-Kanal und hat auch schon ein Video zum Thema Frost gemacht. Sehr ausführlich, 22 Minuten. Ich verlinke euch jetzt beides hier in der Endcard. Einmal sein Video zum Frost und seinen Kanal. Das heißt, ihr könnt ihn eben abonnieren und dann klickt ihr aufs Video und schaut euch das noch an. Weil da gibt es wirklich nochmal sehr viele ausführliche Informationen. Und ich hoffe, wir konnten euch ein wenig mit diesem Video helfen. So schlimm das alles ist mit dem Frost, aber jetzt wissen wir, es ist vorbei und jetzt kommt die sehr schöne Zeit, wir können bald alles rauspflanzen, beim Wachsen zuschauen, düngen, pflegen und am Ende hoffentlich sehr viel ernten. Ich wünsche euch eine schöne große Ernte. Bis zum Nest. Ciao. Mach's gut, Felix. Bis demnächst sollte das heißen. Ich glaube, ich habe zum Nest gesagt. Egal, das passt. Ja. Tschüss.